Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu Rainichs Zeitgedanken hier an diesem Mittwoch, dem 31. Mai, dem letzten Tag im Wonnemonat Mai. Zu Rainichs Zeitgedanken und am Vormittag natürlich wieder zu Losung und Lehrtext. Zuerst, bevor wir zu den Texten kommen, möchte ich Danke sagen all jenen, die so herzlich geschrieben haben, die mir ihre Grüße zugesendet haben, die mir zugesichert haben, für mich zu beten. Und ich kann einfach nur Danke sagen und sagen, ich spüre diese Kraft und ich spüre auch, wie Gott mir wieder die Genesung zukommen lässt. Herzlichen Dank für alle lieben Worte. Es ist manchmal wirklich auch zum Schmunzeln, was da für schöne Verse mir geschrieben werden. Wer mich also direkt erreichen will, nicht nur über den YouTube-Kanal, der kann ja an meine Mailadresse schreiben oder auf meine Homepage gehen und dort das Kontaktformular gebrauchen. Also, herzlichen Dank nochmal für all jene und ich hoffe, dass wir dann mal in Kontakt kommen können. Vielleicht sollten wir mal hier in Appenzell eine gemeinsame Veranstaltung planen. Es wäre vielleicht toll, diese Menschen alle direkt einmal kennenzulernen für mich. Kommen wir nun zu den Texten. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, heißt es im Psalm 30. Der Beter dieser Worte hat Schreckliches erlebt. Er stand wirklich ganz, ganz unten, nämlich dort, wo er keine Hoffnung mehr hatte, dort, wo alles für ihn zu Ende schien. Und dann hat er erfahren, wie Gott plötzlich geholfen hat, dass er doch wieder am Leben partizipieren kann, dass er teilnehmen kann, dass er am Leben wieder Freude haben kann und dass er mit seinen ganzen Kräften dabei sein kann. Ja, wir kennen vielleicht alle solche Situationen, wenn wir nach einer Krankheit genesen sind und dann plötzlich feststellen, wie schön ist das Leben und eine kurze Zeit erkennen, dass das Wichtigste in unserem Leben doch die Gesundheit ist. Aber es geht ja nicht nur um die Gesundheit, sondern es geht auch um schwere Momente im Leben, die wir alle nur zu gut kennen. Nicht nur im Privaten, sondern auch im Gesellschaftlichen kann es zu ganz großen Verwerfungen kommen. Und da ist man gar nicht mehr in der Laune, einen solchen Psalm zu lesen oder zu singen, weil die Last so groß ist, dass man fast erdrückt wird. Wir wissen, dass es vielen Menschen heute so geht, dass sie wenig Hoffnung haben für die Zukunft, dass sie wenig Freude im Leben haben. Wir hören es auch in den öffentlichen Medien, dass ganz viele Menschen in die Depression verfallen, dass sie in die Hoffnungslosigkeit versinken und dass sie für die Zukunft schwarz sehen. Ich hoffe einfach und bin mir dessen auch sehr bewusst, dass wir bald wieder einen solchen Psalm zusammen anstimmen können. Es gilt einfach jetzt durchzuhalten, durchzustehen und das ist eigentlich nur möglich, wenn man sich an Gott wendet, wenn man sich von Gott die Kraft schenken lässt, in einer solchen schweren Situation die Hoffnung nicht ganz wegzuwerfen, sondern nach vorn zu schauen und zu sagen, Gott wird es richten, Gott wird wieder Licht bringen, auch in mein eigenes Leben. Dann heißt es im Römerbrief, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier bittet Paulus die Gemeinde darum, und zwar nicht die Gemeinde, sondern Gott, dass Gott möge ihnen diese Freude und diesen Reichtum schenken. Aber zuvor macht er auch deutlich, woher diese Freude und der Reichtum, der Segen Gottes kommt, nämlich auch aus unserem Verhalten heraus. Und da geht es um das Verhalten zwischen den Armen und den Reichen. Und so ist dieses Wort auch gleich eine Mahnung an die Reichen, richtig mit ihrem Reichtum umzugehen und dafür zu sorgen, dass auch die, die wenig haben, Freude haben, dass sie sich am Leben freuen können, dass es ihnen gut geht und dass sie nicht darben müssen und dass sie nicht am untersten Limit leben müssen. So sehen wir, wie das miteinander verbunden ist. Die Freude Gottes, der Segen Gottes, der macht sich natürlich auch bemerkbar, wenn wir in unserem Handeln falsch unterwegs sind, nämlich, dass er dann gar nicht mehr sichtbar wird. Wir können den Segen Gottes auch zunichte machen, indem wir mit unserem Handeln, nämlich den Armen unterdrücken, ihn an die Wand spielen und ihm kein Atem lassen.
das, was wir dann erleben, das wird auch wahrscheinlich in unserer Zeit passieren, nämlich dass Gott sich das nicht gefallen lässt. Er lässt sich seinen Segen letztlich nicht aus der Hand nehmen, er lässt sich ihn nicht zerstören. Er wird auf die Tagesordnung sich stellen und wird sagen, bis hierher und nicht weiter. Deshalb ist aber dennoch das Wort so wichtig im Römerbrief, dass wir sehen, auch unser Handeln hat Auswirkungen. Unser Handeln kann sich gegen Gott richten. Unser Handeln kann auch eine Gemeinschaft zerstören, die so wichtig ist, die Gott aber gewollt hat. Und so haben wir zwei große Worte. Das eine Wort, das uns daran erinnert, dass es doch ganz wichtig ist, auch sich zu erinnern, dass wir aus manchem Tief dann einen Grund finden, ein wundervolles Lied anzustimmen und Gott zu danken, aber auch schon gleichzeitig in unserem Leben daran zu denken, dass wir an den anderen mitdenken, dass wir den Ausgleich schaffen, dass wir nicht nur die Reichtümer für uns behalten. Es sind also immer wieder Worte, die uns in den alltäglichen Losungen begegnen, die ganz speziell in unser Leben treffen. Und wie wichtig wäre es heute, wenn die Reichen mehr zu den Armen schauen würden, wenn der Ausgleich geschaffen würde, wenn die Solidarität wieder großgeschrieben würde und die Ellbogengesellschaft ein Ende hat. Hoffen wir, dass beide Worte sich erfüllen werden, weil Gott nämlich nicht ruht, sondern Gott sich seinem Volk zuwendet. Und deshalb können wir auch schon jetzt diesen Psalm beten und singen. Und deshalb können wir auch schon jetzt beginnen, mit den Menschen zu teilen und für jene zu sorgen, denen es im Moment nicht gut geht. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen letzten Tag im Wonnemonat Mai zu diesem Mittwoch und ich hoffe, dass Sie gut zu Wege sind, dass Sie gut unterwegs sind, dass Sie Grund haben, ein Freudenlied anzustimmen. Und dass Sie natürlich auch das Bedürfnis verspüren, zu teilen, weiterzugeben, damit diese Welt freundlicher und vor allem göttlicher wird. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Reini aus den Zeitgedanken. Uff, Wiederloh. So, jetzt sind wir auf dem halben Weg zum Klosterspitz und wir sehen den Sentis vor uns, da ganz oben auf dem Berg. Die spitze Antenne zum Himmel. Wir wissen, wofür sie da ist. Kein gutes Zeichen, aber sie steht nun mal. Und der Sentis, nur 2.500 Meter hoch, hat noch Schnee im Wonnemonat Mai. Und wir sehen auf das ganze Alpsteingebirge. Ich drehe mal so ein klein wenig. Da sehen wir den Hohen Kasten und da ist der Fähnrichspitz. Und hier kann man natürlich wunderschön entlang wandern. Man hat so manchen Berggrat. Hier kann man auch Skitouren unternehmen, weil ganz viele Almen einen positiven Untergrund natürlich versprechen. Das heißt, man muss nicht über Geröll fahren im Winter. Und wir sehen, dass der Sentis manchmal im Winter 4 bis 5 Meter Schnee bringt, also in sich birgt. Schneehöhen, die sonst nicht nur normal sind, aber das liegt daran, dass der Sentis der letzte hohe oder der erste hohe Berg vor dem Bodensee ist. Und da gibt es immer wieder diese Stauwetterlagen. Und da wird viel Feuchtigkeit vom Bodensee nach oben transportiert. Und dann am Sentis kann es sich abregnen oder schneien. Und wir sehen, welches Grün, welche Farbenfreude hier im Appenzeller Land. Man könnte ja sagen, es sind die Voralpen, die sind gar nicht so hoch. 2.500 ist keine Höhe für die Alpen und trotzdem wie auch das Bregenzer Land. Und wie wir ja auch im Deutschen das sehr, sehr gut kennen, dass das Voralpenland manchmal reizvoller ist als die ganz hohen Berge, die man zwar erklimmen kann, wo man aber nur noch in Steinwüsten unterwegs ist. Hier hat man also was für Kräutersammler und es ist nicht umsonst, dass die Alternativmedizin hier in Appenzell-Innerrhoden und Appenzell-Ausserrhoden blüht. Die meisten, die hier praktizieren, die kennen die Natur inwendig und haben für jede Krankheit ein Kraut. Und auch für meine Augen muss ich dann morgen noch Euphrasia mir besorgen. Und das heißt,
ja, die Augen werden dann wieder getröstet, getrocknet. Und ich bin da ganz guter Hoffnung, dass mit Gottes Hilfe das alles wieder zu schaffen ist und wir dann bald wieder ganz aufgestellt unterwegs sein können. Aber man sieht ja, auch wenn man manchmal durch einen Schleier sieht, das ist ja wie im 1. Korinther 13 beschrieben, dass wir jetzt die Dinge nicht ganz wahrnehmen und dann erst von Angesicht zu Angesicht schauen. Und wenn man da so eine Augenentzündung hat und alles durch einen Schleier betrachtet, da merkt man erstmal, wir haben nicht nur in einer falschen Welt gelebt, in einer Geschichtslüge, wo fast nichts stimmt, sondern auch jetzt, wenn man die Welt sieht, man sieht nicht hinter die Dinge, man sieht nicht hinaus. Und uns geht es dann ganz häufig so wie den Schülern von Platon. Und da ist ja auch gesagt worden, dass die, die angekettet in der Höhle sind, nur die Schatten oben vorbeihuschen sehen und die Vollkommenheit erst erahnen. So sieht es also hier in Appenzell aus und so betrachte ich momentan so ein bisschen die Welt, dass ich sage, ja, man ist wie durch einen Schleier verhüllt und man sieht die Dinge nicht ganz, wie sie sind. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.